Tipps für Einsteiger von Einsteigern in diesem Video. Servus, grüß euch und hallo aus dem wunderschönen Weststeiermark. Ich bin der Rainer, herzlich willkommen bei Slot Racing Vorarlberg hier am Sigarring und zum kleinen Hobbykeller. Heute ist ein kleiner, feiner Rennabend. Wir sind heute ein bisschen zu wenig Leute, dass wir einen richtigen Rennabend veranstalten. Nichtsdestotrotz habe ich hier heute gerade die neuen Einsteiger bei uns jetzt ein bisschen hier vor Ort. Und ich habe mir immer wieder gedacht, generell Tipps für Einsteiger. Ja, das ist ja wirklich mehr als ein Video wert. Klar, das ist auch ein wichtiger Bereich auf meinem Kanal natürlich, dass man Einsteigern ein bisschen die Welt des Slot Racings ein bisschen erklärt, ja, worauf kommt es an. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, schau, das passt heute ganz gut. Ich habe hier unsere Neulinge hier vor Ort, die fahren alle erst seit ein, zwei Monaten bei uns mit, ganz fleißig dabei. Und vielleicht haben die auch ein paar Erfahrungswerte, die euch helfen können, ja, also Tipps von Einsteigern für Einsteigern. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch einen Kommentar ab dazu, könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ein Abo würde natürlich auch uns sehr weiterhelfen. Dankeschön. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Als erstes habe ich hier jetzt den Sascha, der eigentlich kein richtiger Neuling ist, der schon einige Zeit dabei, hat aber selten Zeit. Das heißt, er bleibt fast immer wieder auf einem Neulingstatus stecken, ja, weil er immer wieder von vorne beginnt, wenn man so möchte. Und dazu hätte ich gern den Sascha ein bisschen was gefragt. Sascha, du bist ja doch schon zwei, drei Jahre dabei, aber wie gesagt, wenn man das aufsummiert, die Anzahl, was du mitgefahren bist, war es, glaube ich, im ersten Jahr war es doch ein bisschen mal so zwei, drei Monate und dann halt immer wieder alle paar Monate einmal, wenn es passt. Gell? Was hättest du vielleicht einen wichtigen Tipp an Neulinge da draußen, worauf kommst du beim Slot Racing an? Ich hätte gesagt am ersten, was sehr hilfreich ist, dass man dranbleibt und nicht immerfort wieder ausfällt. Und am besten halt schaut, dass man sich die Zeit auch freiräumt und nimmt. Weil wie du es wahrscheinlich gesagt hast, René, je länger dass du wieder nicht zum Fahren kommst, desto schlechter wirst wieder und fängst wieder fast von vorne an. Ja, ist nicht klar. Zum Schutz muss man sagen, der Sascha hat sehr viele Hobbys auch noch nebenbei. Also nicht nur die Arbeit, sondern auch ja, sehr viele Hobbys, was das betrifft. Aber da hat er schon recht, Konstanz ist schon wichtig. Ich glaube, gerade als Neuling, wenn man kurz oder lang auf die besseren Fahrer aufschließen will, dann muss man natürlich etwas Zeit investieren. Ganz, ganz klar. Weil, wie gesagt, Routine ist das absolute Stichwort, glaube ich. Gell? Auf jeden Fall. Super. Danke, Sascha. Bitte, René. Als nächstes haben wir einen echten Jungspund hier bei uns, ja, den Hans. Sind wirklich sehr, sehr froh, einmal ein bisschen auch einen erfahrenen neuen Mitstreiter hier haben zu dürfen. Ja, hier bei Slot Racing Vorarlberg sind wir wirklich sehr froh. Hans, nochmal herzlich willkommen im Nachhinein. Dankeschön. Was war für dich der erste Eindruck, wie du hier mitgefahren bist? Was war der erste Gedanke? Ich war einfach fasziniert von der Technik. Ich kenne das von meiner Jugend, aber total, ich will nicht sagen auf primitive Art und Weise, aber die Technik ist faszinierend. Das ist einfach, ja, das war, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin da reingekommen, ich habe mir das angeschaut, ich bin eigentlich mitgekommen, weil der Stiefsohn eben fahr mit, schaut ich das einmal an und jetzt bin ich öfter da wie er. Jetzt ist er vollkommen infiziert, so komplett ist es. Komplett infiziert. Vom Slot-Virus. Mit Plänen schon selber eigene Bahn bauen und lauter so. Ja, da kommt noch einiges nach, ist klar. Das bleibt nicht aus, wenn man Platz hat, daheim einen kleinen Raum dazu, dann muss das auch genutzt werden, ist ganz klar. Vielleicht noch ein kurzer Tipp, auch für unsere Anfänger da draußen. Was würdest du sagen, was ist am Anfang wichtig, um Fuß zu fassen hier in diesem Hobby? Auf jeden Fall einmal hören auf die Erfahrenen. Die, was das schon jahrzehntelang machen teilweise, so wie du, der Thorsten. Und natürlich üben, denke ich mir halt. Ne? Ja, Training. Von nichts kommt nichts. Überall, von nichts kommt nichts, natürlich. Was ist deine Lieblingsrennserie? Die GT3. GT3, klar. Ja, die C7, habt ihr vielleicht schon in einem anderen Video mal gesehen, ja? Die neue C7. Die neue C7, das ist mein Lieblingsauto, da war noch. Also das ich hoffe, es werden noch mehr. Ja, bleibt auch nicht aus, also es werden immer mehr Autos. Aber das ist einfach ein wunderschönes Auto. Ist zwar nicht, wie sagen sie die Kollegen, er ist ein bisschen schwanzlastig.
Hecklastig. Hecklastig, okay. Okay, gut. Na, okay. Also wirklich ein schönes Modell, aber wirklich nicht einfach zu fahren. Aber man lernt damit vielleicht auch das Fahren umso besser. Und ich bin halt noch auf den Dings, ich fahre halt noch mit Autos, die mir gefallen, die mir richtig gefallen. Und ich schaue noch nicht jetzt, ob sie jetzt, wie sie auf der Straße liegen, beziehungsweise auf der Strecke liegen. Das kommt sondern alles mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. Ich muss einmal das Gefühl kriegen für das, für den Controller. Und dann hoffe ich, dass es weitergeht. Besser. Danke, Hans. Danke, Hans. Unter die ersten drei reinkommen. Aber sicher. Danke, Hans, für deinen Kommentar. Und last but not least haben wir hier noch einen Herrn hier, der Stefan. Muss ich an der Stelle einmal sagen, auch irrsinnig interessant. Du hast mich ja, glaube ich, über YouTube eigentlich, wenn man es genau nimmt, so kennengelernt. Ja, ich habe uns für deine Videos gesehen und der Zigeudlerring, wie du deinen Racetrack nennst, hat mich an meine Heimat eigentlich erinnert. Weil ja, da kommen wir nämlich dazu. Er wohnt nämlich ungefähr 100 Meter Luftlinie. Ich habe René dann angeschrieben, wo sein Zigeudlerring ist eigentlich, weil wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich auch den Zigeudlerkogel. Genau. Und dann sind wir drauf gekommen, dass das Luftlinie eigentlich 50 Meter sind. Genau, ja. Also wie gesagt, man kann wirklich an Fidschi-Pfeil hinschießen, hin und her schießen mit Nachrichten. Genau. Jedenfalls hat er keine lange Anfahrt, das ist einmal gut. Und das war dann der Schritt, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das einmal an, weil ich sowieso Motorsport begeistert bin, früher viel Modellbau gemacht habe. Genau. Und ich war dann von Anfang an fasziniert. Ja, freut uns natürlich immer aus der Region, wenn bei uns dann immer mehr Leute werden. Jetzt haben wir wirklich ein bisschen einen Aufschwung. Das heißt, wir fahren jetzt sehr, sehr regelmäßig, auch wenn wir heute mal eine kleine Gruppe sind. Aber auch das werden wir nutzen für ein paar Rennen, ein paar lustige Rennen. Gerade Trainingsrennen sind auch sehr wichtig für die neuen Fahrer im Speziellen. Und was würdest du noch sagen, was wäre dein wichtigster Punkt oder ein Tipp für Neulinge da draußen, wie man ins Slot Racing einsteigen kann? Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man von Anfang an eben, da ist der Kontakt halt optimal. Ich bin Thorsten kennengelernt, der meine zwei ersten Fahrzeuge umgebaut hat. Tuning Guru. Genau, und ein solides Material, glaube ich, ist auch wichtig. Ich habe zwar zwei originale Carrera-Fahrzeuge, die er mir getunt hat, aber die sind eben solide, liegen super und das ist schon mal ein guter Einstieg. Die Basis ist solide und jetzt ist Übung das Wichtigste. Das ist natürlich man wichtig. Man merkt jetzt hat man ein bisschen Zeit gehabt, auch frei zu fahren, weil im Rennen geht es ja da recht hektisch zu. Ja, sicher, wenn sonst eben an den Renntagen 8 Leute da sind oder was, dann ist natürlich gleich mal voll und dann wollen alle schon die Rennen fahren. Natürlich in den Rennen lernt man am meisten, ist ganz klar, aber auch das Training davor ist sehr, sehr wichtig. Und man sieht an den Rundenzeiten, dass die Konstanz sehr wichtig ist, dass man nicht rausfallen. Punkte lernt und schaut, dass man eben gerade so schnell wie möglich unterwegs ist, ohne dass man das Auto dauernd ausgeschießt, weil das frustriert dann erstens. Und Schneidl ist das auch nicht. Genau, und was ist, wenn gleich vorweg, noch einmal kurz eine Frage, was ist dein Lieblingsauto? Also mein Lieblingsauto, ich fahre gern mit dem DTM, mit meinem Mercedes, kann ich ja herzeigen. Den hat der Thorsten in dem super Video getunt. Genau. Das ist das originale Fahrzeug aus dem Tuning-Video. So ist es. Ich bin auch sehr stolz drauf. Habe als zweites noch einen Porsche RSR in GT, der läuft auch sehr gut. Also sind beide super. Mhm. Ja, und im Rennen, ja, ich kann dir eigentlich jetzt gar nicht sagen, was ich lieber fahre. Rennklassen haben wir auch sehr verschiedene. Es macht beide Spaß und es sind auch die Formel 1 super, wenn man auch M1 fahren. Hat auch was Eigenes, die Procars, ist ja auch ganz, ganz was anderes zum Fahren. Es ist, wenn man ein bisschen motorsportaffin ist und man kann das halt im Kleinen ausleben ein bisschen, weil das andere ist eigentlich, und das ist nicht sehr kostenintensiv, das ist für jeden eigentlich erreichbar, so geht es einmal. Die Bahn selber vielleicht nicht, aber die Fahrzeuge, die ist nicht das große Geld und es macht irrsinnig viel Spaß. Und natürlich auch die Gesellschaft. Die Typen, die da sind. Mag man nicht glauben. Nein, das macht irrsinnig Spaß und ich komme gern her, wenn ich Zeit habe. Freut uns natürlich zu hören. Ja, danke mal für das Kommentar auch wieder von dir. Ich würde mal sagen, jetzt lassen wir noch ein paar Rennvideos, ein paar Rennbilder auf euch wirken. Genießt es. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und Thank you.
wieder mal ist es ruhig geworden am Zigeunerring, ja. Der Rennabend hier mit den Rookies, mit den Neulingen ist vorbei, es sind alle wieder nach Hause gegangen. Es war sehr, sehr lustig, hätte ich auch heute nicht erwartet, so ehrlich muss ich sein, aber es war richtig Fun, auch beim Fahren. Auch ein bisschen was den Neuen, auch abseits einmal ein bisschen zu erzählen, ja, die Zeit zu haben, auch den Neuen einmal ein bisschen, ja, anderes, auch die Zeit haben, den Neuen auch einmal, ja, was anderes vielleicht zu erklären, wirklich sich Zeit zu nehmen, ja, Autos, Spezifikationen, Tipps und Tricks, ja, das macht schon Sinn und das war schon sehr, sehr lustig. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch da draußen war das mal das Video ein bisschen was anderes für euch. Vielleicht habt ihr was mitnehmen können. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Tschüss.